3, 2, 1. Es hilft nicht, irgendwo im stillen Kämmerlein was auszutüften aus einer Angst, man darf keinem was erzählen, sondern man muss ins Machen kommen, man muss einen Prototyp irgendwie bauen und so schnell jemandem zeigen. Ja, ich bin Philipp, einer der Gründer der Logistikbude und wir bieten eine Software an, um Unternehmen das Management von Mehrweg zu ermöglichen. Man kann sich das ganz schön vorstellen wie die DVD-Sammlung zu Hause. Wenn ich mir nicht aufschreibe, wem ich was geliehen habe, kriege ich es nie wieder. Und das passiert im großen Stil in der Industrie. Und das verursacht extremen Personalaufwand und auch Nachkauf von den Objekten. Und was wir tun, wir stellen diesen Unternehmen unsere Software zur Verfügung und die können damit buchen, wo es ist, können diese Tauschvorgänge dokumentieren und können dann automatisch nachfordern, schick es bitte zurück und sehen jederzeit, wo sind eigentlich ihre Objekte gerade in dem Moment. Unser größter Meilenstein zuerst war sicherlich die Gründung. Wir sind im Oktober 2021 gegründet. Man kriegte direkt einen Anruf, als man dann hier gegründet hat, von der Wirtschaftsförderung, wo Hinweis gegeben wurde, da und da und da habt ihr Anlaufstellen, zum Beispiel den Start-to-Grow-Wettbewerb, der uns sehr stark geholfen hat. Was Start-to-Grow besonders macht und auch von anderen Wettbewerben unterscheidet, ist, dass es eher als ein Projekt und etwas Langfristiges angelegt ist, als nur ein Wettbewerb. So entsteht so ein kleines Ökosystem, was einem total hilft. Seit Januar diesen Jahres sind wir live, das heißt, wir haben unsere Software in Betrieb, sie läuft aktuell bei über 10 Kunden. Und dann ein großer Meilenstein war dann der Einzug ins erste Büro im Oktober. Also von außen wirkt es vielleicht noch ein bisschen unscheinbar, aber es ist ein riesengroßer Bereich, wo Startups alles vorfinden, um zu wachsen, von Büros, Coworking Spaces über Coaches bis hin zu Makerspaces. Ja, erstmal ist das Ruhrgebiet größer, als man denkt. Das sorgt einfach dafür, dass man extrem viele spannende Unternehmen als potenzielle Kunden oder Partner hat. Aber man findet auch Nachwuchs, die Talente. Wir haben sehr, sehr viele gute Universitäten im Ruhrgebiet. Und das schafft einfach einen Standort, wo man als Unternehmen auch perspektivisch langfristig wachsen kann.